Warum schlafen Sie um diese Zeit noch? Nicht doch jetzt schon. Wer sind Sie? Das klären wir gleich, Larry. Ich darf Sie Larry nennen? Nein. Nicht in meinem Schlafzimmer. Wie sind Sie hier reingekommen? Nun ja, so viel zur Ernsthaftigkeit unseres kleinen Besuchs. Wie Sie unschwer erkennen werden, sind wir beide total entspannt und in voller Absicht hier oben. Wenn Sie denken, darüber in Sorge sein zu müssen, nun, so können wir das durchaus verstehen. Und Sie haben recht, Ihre Lage ist ziemlich bedrohlich. Ich hoffe sehr, dass Sie nicht denken, uns zu provozieren sei eine besonders gute Idee. Also, darf ich Sie Larry nennen? Ja. Larry, warum schlafen Sie um diese Zeit noch? Ich bin erst heute Morgen aus Europa zurückgekommen. Und noch ziemlich geschafft. Ah, eine Mütze Schlaf nachholen, nicht? Ja, genau. Und wieso dann der Wecker? Ich verstehe nicht. Ihr Wecker, Sie haben ihn auf 12 gestellt. Ein Meeting um 1 Uhr. Oh, nun, Sie werden sich eine Winzigkeit verspäten. Mein Name ist übrigens Mr. J. Das ist meine Kollegin Miss Milch. Vielleicht haben Sie mal von uns gehört. Nein, sollte ich. Vielleicht von unserem Kompagnon, Mr. Duke? Nein. Kann man nichts machen. Miss Milch, wenn Sie sich jetzt bitte um die Kleinigkeiten kümmern würden, die wir besprochen haben. Ich werde mich so lange mit Larry unterhalten. Warte mal, warte, was hat sie vor? Bitte, Larry, nichts von Bedeutung. Gar nicht drum kümmern. Jap. Also nochmal zu Ihrem Wecker. Willkommen bei dem automatischen Informationssystem. Nimm dir frei. Viel Spaß, Becky. Ja. Komm näher.